Herzlich willkommen, es ist wieder Sonntag und guck mal, was ich hier habe. Es ist alles hier voll, es ist eigentlich eine Werkstatt, aber mobil. Warum und weshalb? Dreh dich mal kurz um. Es sind mehrere Mercedes-Autos von Klassiker angefangen. Es geht auch viel um Klassiker und es geht um seltene Mercedes-Fahrzeuge. Ich habe das Glück, dass ich mit dem Maybach S650 jetzt eine coole Tour über Highway 1 nach Pebble Beach fahren kann. Die nächsten 7 Stunden wird richtig geil. Kommt mit. Ich finde das Auto mega interessant, weil das Auto schon jetzt ein Klassiker ist, dass mein Display nicht durchgezogen ist. Heutzutage kennst du ja nur noch ganz fette Displays rein und die Knöpfe und so weiter. Aber selbst meine Blinker sind in Wageninnenfarbe lackiert, damit du da nicht so einen schwarzen Klotz hast. Und das sind die kleinen Details, die ich persönlich extrem feiere. Erstmal war weiß ganz klar so 70er, 80er waren meistens Behördenfahrzeuge. Dann wurde weiß zu Vertreterfahrzeuge, weil weiß meistens keinen Aufpreis hatte. Bis dann tatsächlich 2014 fast jede 5. Auto in Deutschland in weiß zugelassen wurde. Und da wurde der deutsche Markt ruhiger. Audi hat damals mit Nardo Grau einen riesen Akzent auf den Markt gesetzt. Fast alle Autos in Grau Uni. Darunter fallen auch die Silbertöne an. Die Lieblingsfarbe der Deutschen, was Autos betrifft. Das geht durchgehend bis 2023 bzw. 22. Im oberen Bereich, Lederbereich, ist natürlich alles in dunkel gehalten, in schwarz gehalten. Ganz wichtig, sonst wird sich das extrem spiegeln. Du würdest fast die Straße nicht mehr erkennen. Hier markant mein Armaturenbrett. Die S-Klasse wurde komplett neu überarbeitet. Und das haben sie hier echt gut hingekriegt damals. War auch ein Verkaufsschlager. Und dieses Modell war es ja noch, konntest du als S-Klasse Limousine kaufen. Dann konntest du den als Coupé kaufen. Und dann als Cabrio. Wer weiß, wenn Mercedes noch daran festhält, die neue S-Klasse nicht als Cabrio baut, dann wird dieses Auto noch seinen Wert behalten, wenn nicht sogar wertsteigernd sein. Aber kommt Mercedes um die Ecke und baut die S-Klasse neu als Cabrio, dann wird es kritisch. Denn dann möchte ich sehen, wie sich dann die Preise entwickeln. Würdet ihr auch die helle Innenausstattung so bestellen? Ich bin ein Riesenfan davon, aber bin gespannt, was ihr da reinschreibt. So, meine Lieben, mehr geht doch nicht, oder? Wir sind ja nicht nur wegen den Maybach da. Hier haben wir auch noch ein paar andere schöne Cabrios stehen. Der 107er. Kein anderer Hersteller hat das, was dieses Auto hat. Es ist das Auto, es ist ein Modell, was am längsten produziert wurde. Kein anderer Hersteller hat an einem Modell so lange festgehalten. Und zwar wurde das Auto produziert von 1972 bis 1989. Natürlich gab es verschiedene Motorisierungen, aber es gab nie ein Facelift. Wann macht das ein Hersteller, der circa 17 Jahre an ein Modell festhält? Das hat bisher nur Mercedes gemacht. Erstmal sehen wir sofort, dass das eine amerikanische Zulassung war. Die brauchten einen Special Bumper in dem Sinne. Da ist noch ein Dämpfer drin. Dann hat er noch mehr Knautschzone. Und dann noch die Doppelleuchten. Das Ganze wurde immer sehr, sehr gerne in Europa umgebaut. Und das hat richtig Geld gekostet. Dann der ganz neue, der aktuelle, zum ersten Mal von AMG produziert. Jetzt schon legendär, der CLK 63. Hier kann ich euch nicht so viel drüber erzählen, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Ich weiß nur Heckflosse, 230er. Ist nicht der allerschnellste. Und hier natürlich ein Flaggschiff. Der SEL 6,3 Liter, 11 Langversion. Wir schätzen mal, was die Autos kosten. Der 300 SEL 6,3 Liter, den würde ich jetzt so schätzen zwischen 70 bis 110. Das weiß ich nicht. Hier muss ich echt nur raten. 25, 30. Boah, schwierig. 150. Ihr lacht mich jetzt alle aus. Die liegen irgendwie zwischen 190 und 220. Das ist ja das Phänomenale an den 107er. Da ist ein Preisrange ohne Ende. Für mich beliebteste Modellreihe ist entweder der 72er, 450 SL, der ist aber ein 350er Motor drin, aber 450er oder den letzten 89er 500er. Aber der liegt jetzt ungefähr als 450, die gängigste Motorisierung, 8 Zylinder, Automatik, der liegt bei 70. Mein S650 Maybach limitiert auf 300 Fahrzeugen, so wie er da steht, 250. Und wir fahren jetzt zum Mittag.
Jetzt sind wir so ungefähr eine halbe Stunde unterwegs. Es ist ganz schön kühl geworden. Es sind nur noch 66 Fahrenheit. Als wir losgefahren sind, war über 80. Aber guckt euch das mal an. Wir sind direkt am Meer. Was sagst du zum Auto? Ich finde es wunderschön. Würdest du kaufen? Ja. Ja, ne? Guck mal. Andere Farbe? Also die Holzoptik vielleicht? Nein, das muss so sein. Komm bitte, das ist ein Maybach. Aber es ist Geschmackssache. Ist das für euch die ganz normale S-Klasse als Cabrio? Oder wärt ihr bereit, 70.000 bis 100.000 Euro mehr zu zahlen, dass ihr dann einen Maybach habt? Da bin ich mal gespannt. Wirkt das Auto für dich jetzt schon alt? Nee. Null, ne? Auch hier vorne so? Alles gut? Ja, auf jeden Fall. Hier stehen alle voll mit dieser Karawane. Das sind alles richtig heftige Landjachten, die da stehen. Das ist unglaublich. Die kommen dann raus und gehen rüber zum Surfen. Aber wie tief die Wolken hier sind, ne? 20 Meter tiefer hätten wir voll Nebel hier. Wir fahren eine Strecke, jetzt ungefähr 6 Stunden. Wir erleben jetzt alle Jahreszeiten. Hier ist unser Werkstattwagen. Ey, hier ist alles drin. Das Auto ist ein Werkstattmobil. Mercedes-Benz Kundendienst. Egal, was jetzt passieren sollte, es sei denn natürlich, was weiß ich, dein Motor platzt. Gängige Sachen, die ja bei so einem Oldtimer passieren. Mal platzt ein Schlauch oder mal wird eine Schelle lose. Bekommt der hin. Der hat sogar Benzin drin, der hat alles drin. Das ist echt Wahnsinn. Bleibt unbedingt dran, weil ich tausche gleich ein Auto. Und ich glaube, das Auto werdet ihr richtig feiern. Und guck mal, wie die Wolkendecke drüber ist. Siehst du das? Ja. Krass. So schnell geht das. Auf einmal ist die Sonne wieder raus. Wir haben auf einmal sofort wieder 73 Fahrenheit. Es ist unglaublich, wie geil diese Strecke ist. Es war eben richtig frisch, es war so herbst-like. Hey, das ist doch eine geile Strecke. Und hier fahren wir einfach so gechillt. Merkt man, dass ich das feiere? Ja, merkt man. Ja, okay. So, und jetzt fahren wir mal hier raus. Und jetzt schauen wir uns das Auto mal einfach von außen an. Dann haben wir hier ein Maybach-Merkmal. Die Felgen gab es nur bei den Maybach, gab es bei der S-Klasse nicht. Und im Frontbereich haben wir hier ganz dezent Maybach stehen. Viele denken ja von euch, ach guck mal, das ist alles Plastik. Laut den neuen Richtlinien gar nicht erlaubt, hier Echtchrom zu verarbeiten. Deswegen muss das mit Plastik sein. Das geht gar nicht anders. Dann natürlich meine Beleuchtung, die Swarovski-Steine in dem Sinne, die hier in mein LED-Intelligenzsystem eingebaut worden sind. Und im Kofferraumbereich, da das ein Cabrio ist, haben wir jetzt nicht so viel Kofferraum. Aber ich hätte jetzt hier ein starkes Problem mit meinem Koffer. Komm, wir testen das mal. Naja, hast du Spanngurte dabei? Großer Remover geht nicht, aber jetzt ist unser Verdeck auf. Wir könnten das nach oben klappen, da geht unser Verdeck nicht mehr auf. Dann hätten wir ein bisschen mehr. Ich könnte meine Sporttasche mitnehmen. Ich könnte noch hier noch was für Wochenende mitnehmen. Das ist kein Thema. Das passt rein. So, das passt auch rein. Also Kofferraumwunder ist es nicht, soll es auch nicht sein. Wir fahren hier in Maybach. Wessen Idee war das überhaupt mit Kofferraum? Komm, wir testen das mal. Ich glaube, wir fahren jetzt weiter, oder? Los. Guckt euch das mal an hier. Wir haben eben hier Mittag gegessen. Das ist Wahnsinn, was hier an Kalorien verhauen wird. Und da oben, guck mal da oben. Das ist krank. Aber ich muss da auf mein Sixpack aufpassen. Und ich habe euch ja versprochen, jetzt ist das neue Auto da. In knallrot, aber kein Ferrari. Alter Schwede, der CLK 63 Black Series. Nicht schlecht, oder? Der braucht Last, der Junge. Black Series ist immer das Modell schlechthin. Der erste Black Series gab es damals als SLK für den japanischen Markt. Und dann kam das so gut an, dass Mercedes dann immer nachgezogen hat. Mercedes hat auch meistens bei den guten Modellen, die gut laufen, auch ein Final Edition. Komischerweise sind immer die Black Series mehr wert als die Final Edition. Und meistens sind die Final Edition limitiert, und zwar mit Stückzahl. Und die Black Series sind sehr, sehr selten auf Stückzahl limitiert, sondern die sind nur auf
Produktionszeit limitiert. Das Einzige, was den CLK Black Series toppt, ist der DTM. Von dem wurden ja nur 100 Stück produziert. Der SLS Black Series, der war weit über 1 Million. Der SLS Final Edition, limitiert auf 350 Autos, war bei maximal on top Kurs 500.000. Die sind jetzt aber wieder gefallen. Aber der Black Series bleibt. Meistens auch nicht so viel mehr PS, aber natürlich die Aerodynamik alles viel geiler gemacht. Das Auto viel, viel stimmiger. Das ist ein Mix zwischen Autoscooter, Go-Kart, Ferrari, als wenn du echt vorm PlayStation sitzt und so ein Joystick in der Hand hast. Wenn wir jetzt in Deutschland wären und jetzt wäre hier Autobahn Hamburg-Bremen frei, offen, ich würde das Ding so ausfahren. Wow! Alter! Ey, das ist doch genial, oder? Das ist richtig geil. Alter, das ist unglaublich. Wir müssen hier vorsichtig sein. Wir sind in Amerika. Hier ist jetzt 65 Meilen nur erlaubt. Ich habe keinen Bock, hier Stress zu bekommen. Aber trotzdem, es ist Wahnsinn, was dieses Auto drauf hat. Und wir sind noch nicht bei dem Sportmodus. Jetzt bin ich in Sport. Ich habe Angst, dass er hinten mir ausbricht. Guck mal, wie er da ist. Ey, was machst du für Bilder, Alter? Hey Samuel, das ist er, Mann. Und das feiere ich auch immer. Ich schaue auf meine Armaturen und es ist zu 90% analog. Schreibt mir bitte in die Kommentare rein, was ihr von der Farbe hält, von der Außenfarbe. Sehr, sehr klassisch gehalten. Außen rot, innen alles schwarz. Und was haben wir hier auch? Wir können in ganz Amerika hiermit tanken. Eine Sache muss ich euch jetzt verraten, was meine größte Schwäche ist beim Tanken. Als ich die G-Klasse hatte, hat es ein bisschen länger gedauert, bei 100 Liter. Und dann gehe ich rein zum Zahlen. Und da kommt das große Problem. Da ist ja diese schöne Schokotheke davor. Ich spreche mit mir selber, dass ich sage, Hamid, du kommst da ohne Schokolade raus. Und zu 95% klappt das nicht. Ich komme immer mit irgendwas raus. Wir gucken uns jetzt die Innenausstattung an, oder? Bist du bereit? Mein Lenkrad noch ziemlich klassisch gehalten, aber extrem gut griffig, finde ich cool. So, dann geht's weiter. Die Verarbeitung, es ist kein Plastik, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mich umhaut. Aber hier ist schön Glattleder. Aber das spielt auch bei diesem Fahrzeug gar keine Rolle, ehrlich gesagt. Carbon schon damals verarbeitet. Dann weiß ich auch immer hier, ich fahre ein AMG und dann natürlich ein Black Series. Die Lüftungsanlage ist nochmal die letzte Version, die so war. Genauso sieht es auch aus. In den SLR Stirling Moss. Navi, okay, aber brauchen wir alles heutzutage nicht mehr. Ich finde, das Auto hat einfach Fokus auf Fahrspaß, mehr nicht. Und das ist schon genial. Habe ich euch jetzt überrascht oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare. Hättet ihr gedacht, dass wir ein CLK Black Series hier noch auftreiben können? Das ist doch genial. Wir sind mitten in Kalifornien. Hallo? Die Sonne scheint. Mehr geht nicht. Die Zauberkarte der Zauberkarten. Hier musst du erstmal Karte rein. Process. Remove card. Karte raus. Enter. Odometer. Ach so. Tank, Dings. Er braucht Kilometerstand. Weil das so eine Fleetkarte ist. Das ist ja nur eine Tankkarte. 29451. 29451. Enter. Invalid Entry. Nochmal. Was habe ich gesagt? 29451. 29451. Okay. ID-Number. ID? Was ist ein ID? Kannst du die nicht einmal anrufen? Inzwischen habe ich jetzt alles. So, jetzt. 2468. Enter. Auto Racing Auto. Jawohl! Was nehmen wir denn? 91, ne? Das ist meiste Oktan. Also Oktanzahl sollte man immer darauf achten, wegen der Verbrennung und wegen dem Motor. Das ist immer gesünder für den Motor. Es steht hier Richtwert 98 Oktan, aber mindestens 93 Oktan. Also ich muss jetzt tanken, sonst wäre ich nicht mehr weitergekommen. Deswegen tanke ich jetzt 91 Oktan. Und da gibt es überall keinen 93 Oktan. Hier sind 11 Tanksäulen und nur eine Säule, die Nummer 9 hat Diesel. Was ist jetzt los? Alter, jetzt geht's weiter. Und man hört nichts. Tankt er überhaupt oder lädt der Strom? Komm wieder. Alter, ich krieg eine Krise, ey. Das gibt's doch nicht. Alter, nicht dein Ernst. So, jetzt halte ich die aber selber. Also tanken macht dir keinen Spaß. 6 Dollar pro Gallon. Aber trotzdem gehe ich jetzt rein und hole uns was. Water natural. Aber hier ist alles aus Plastik, ne? Die interessieren sich hier für nichts. Wer kennt die? Die sind so geil. Was hast du genommen? Melone? Watermelon. Oh, is this yours? Oh, ja.
Thank you. No problem, you're welcome. Nett sind wir heute auch. Thank you. Adios, amigos. Nach einer Stunde getankt, voll die Amateure. Aber egal, weiter geht's. Wir sind angekommen in Pebble Beach. Eine Sache sage ich euch noch. Und jetzt halten wir einfach mal an, steigen aus. Versprechen erfüllt. Ich habe gesagt, wir haben noch ein Auto. Wir haben klargemacht den CLK 63 Black Series. Ein richtig geiles Auto. Wenn das Auto in Schwarz wäre, wäre der lange nicht so spektakulär wie in Rot. Schreibt mir in die Kommentare, würdet ihr das Auto in Rot kaufen, ja oder nein? Und jetzt, bevor ich Tschüss sage, kommen wir ganz schnell mit. Wir müssen uns das anschauen. Komm. Wild und frei. Ah, ja, da liegt sie. Ein Seehund. Und da hinten pennt eine. Cool, oder? Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Es kommen noch viele, viele andere Beiträge, was wir hier für euch gedreht haben. Lasst euch überraschen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao!